Hallo und herzlich willkommen bei der Multibamban. Heute sind wir bei der 37. Folge, also 37. Tag und der 22.10. und spielt auch gleich los. Also heute mal ein bisschen schneller machen, weil es schon extrem spät ist und ich heute Glenn schon lange gearbeitet habe. Wir spielen gegen Toss, sehr gut. Sollten wir versuchen zu gewinnen. Wir spielen Toss hier, wisst schon, Double Gate Expo. Und ja, ach, was laber ich denn die ganze Zeit, ey? Heute ist ja Schnelllavertag. So, das ist auf jeden Fall eine Map, wo viel Cannon Rush kommen könnte. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Auf der Map hatte ich ja schon extrem viele Gegner, die Cannon Rush gespielt haben. Ich hoffe mal, dass es diesmal kein Cannon Rush kommt und wir ganz gemütlich gegen den Toss spielen können. Aber gegen Toss ist meistens so ein bisschen cheesy, das Spiel. Gas, ich bin zweimal Gas. Was kann ich aber lieber Flieger spielen? Dann Scouting denn nicht. Jetzt kommt der Scouting. Aha! Nee, doch nicht. Standard aus. Oh, hat er meine Sonde erwischt? Ja, ich habe seine erwischt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, wir können auch einmal die Sondenkrone boosten, nachdem ich einen Pylon-Pillar gebaut habe. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Pylon. Heute ist irgendwie, weiß ich nicht. Wir werden auf jeden Fall zwei Elementen jetzt spielen. Muss uns so viel Schaden wie möglich anzurichten mit denen. Nehmen dann nach zwei Stalker. Und versuchen halt ein bisschen Druck bei ihm aufzubauen. Stalker und danach sollte eigentlich alles im grünen Bereich sein. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Er ist zu früh, wir nehmen den. Ihr habt nicht genügend. Doch, der kommt runter. Und der baut jetzt die Exit. Was wünscht ihr? Najaka Mina. Nur die Gläubigen. Gebt uns einen auf. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir dienen mit Stolz. Ich bin hier in den Schatten. Unser Denken gleicht sich. Wir dienen mit Stolz. Die Templer rücken vor. So soll es geschehen. Der Zug immer komplett, okay. Vorwärts. Por Salah. Niemand kann uns aufhalten. Ja, Exekutor. Wo werden wir? Dann müssen wir die komplett zurückholen. Ich tippe darauf, dass es auf Tiger geht. Ich bin das Herr. Theoretisch könnte er mit denen jetzt seine zwei Stalkern da das nicht verteidigen. Was ist euer Begehr? Forschung abgeschlossen. Ihr seid auf mich angewiesen. Wir sind eins. Wir werden mal gucken gehen. Keine Ex ist schlecht. Nun gut. Schlecht.
Wir machen erstmal seine Echo kaputt. Und Void. Stolz für den Ruhm. Ja, hat er gewonnen, GG. Dann müssen wir doch noch eins spielen. Ich habe gedacht, ich kann nur eins spielen. Voidway Schieß. Schade. Schade. Das hätten wir besser verteidigen müssen. Da waren meine Schippelerin zu spät und ich hatte zu wenig Stalker. So, wir spielen gegen Zerg. Boah, gegen Zerg, das müssen wir schnell beenden, weil ich habe heute nicht so viel Zeit. Es tut mir auch ein bisschen leid, dass die Spiele heute schnell gehen müssen, aber ich halte mich natürlich dran, dass ich jeden Tag spiele. Also sonst schaffen wir ja Challenge nicht, aber es gibt halt auch mal Tage, da kann ich halt nicht lange spielen. Das ist halt nicht so schön. Auch wenn wir die Spiele verlieren, ich versuche mein Bestes. Keine Echse, also Pool vor Echse. Ah. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Eure Sonden werden angegriffen. Hier gibt's keine Echse. Sind auf jeden Fall safe. Nehmen wir jetzt auf jeden Fall erstmal unser Echse. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Und ein Pylon vergessen. Mist. Ihr habt nicht genügend Mineralien.
keine Hexe. Jetzt kommt die dritte, alles klar. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ihr habt nicht, ihr benötigt mehr Vespingas. 150 ist scheiß Gas. Ja, du scheiß Fliege raus. Relativ schnell, die Linge. So, wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch zwei. Guck das jetzt mal. Zwei Models. Gas noch. Ihr habt mich. Ich bin hier. Was eins Upgrade kann man mitnehmen. Nicht genügend Energie. Eure Krieger erneut dienen. Ach. Roaches. Ihr benötigt mehr Vespingas. Ich brauche vielleicht doch etwas Gas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich will wissen, was er da gebaut hat. Feinlinge, ah, okay. Ihr habt mich. Sie brechen durch. Ehre den Dalai Lama. Upgrade durchgeführt. Ihr habt mich. Nicht genügend Energie. Ihr benötigt mehr Vespingas. So. Die erstgewonnene auf das Warp Prison. Dann geht's los. Durchgeführt. Ihr habt nicht Ehre den Dalai Lama. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Die Erstgeborenen werden auf sie. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen.
Ach Mann! Die Erstgeborenen werden auf sie. Den haben wir ordentlich weggemacht. Hat er jetzt schon Lurker gehabt, ey. Das war echt krass. Aber er hat auch nicht gescoutet, was ich gemacht habe. Also. So, los, noch ein schnelles. Nochmal eins. Nochmal schön ein All-In und dann ist alles gut. Für heute. Wir bleiben auf jeden Fall immer 3 Spiele voraus. Das ist schon mal gut. Im R ist leider immer noch schlecht. Aber wir gucken mal, ob wir demnächst mal wieder unsere 4200 erreichen können. Vielleicht mehr. So, schnelles noch. Schnelles gegen Zufall. Da gibt es ja noch ein schnelles Spiel. Könnt ihr mal fragen, vielleicht gibt er uns. Ein Ihr habt nicht genügend Mineralien. Na. Ich echt nicht weiß, was er ist, muss ich unten zumachen. Alles andere außer Zerg ist scheiße. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Quatsch. Damit sehen. Protoss, naja, wenigstens was. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Da weiß ich nicht, was ich machen soll. Doppelgas hat er genommen. Ja. Eure Sonden werden angegriffen. Was mache ich denn? Ich produziere nicht durchgängig Wirkung. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Standard. Pfeilen ist zum Glück auch eben drin. Ich nehme beim ersten Spiel auch scouten müssen. Einen Auftrag. Nur die Gläubigen fürchten mich. Ich bin hier in den Schatten. Sehen Sie.
Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Ich bin hier in den Schatten. Jetzt kommt er rüber mit seinen Stalkern. Ich bin die Stimme der Finsternis. Was ist euer Beginn? Schlaft auf ewig. Ich bin Shit. Forschung abgeschlossen. Nicht genügend Energie. Ich bin hier in den Schatten. GG. Tja, da hat er wohl seinen Warprism verloren. Und wir sind nicht wieder über 4000. Aber ich muss sagen, das reicht für heute, weil ich muss jetzt langsam ins Bett. Morgen früh muss ich wieder arbeiten. Dann würde ich sagen, schönen Abend euch noch und bis dann. Euer Mutti Bier. Tschüss, tschüss. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Muttibären und StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt es dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Muttibär. Tschüss, tschüss.